A game by Ek Hallgren. Unreal Engine. So, und damit herzlich willkommen zu What Never Was, einem kleinen Exploration Game, das es kostenlos auf Steam gibt. Offenbar nur auf Englisch. Sollte aber passen. Also da würde ich jetzt auch gar nicht so groß. Vielleicht inverte ich die Maus, ich weiß noch nicht. Ich würde es mal probieren. Ich schaue nochmal WASDC Q E F Z. Okay. Gut, dann würden wir einfach mal ein neues Spiel beginnen. Ich habe schon mal kurz reingeschaut. Und wir sehen uns gleich wieder. Hören uns gleich wieder. Hey Mom, where are you? Wait, what? So you're not coming? But I'm already here. I know, but Mom, don't we owe it to Grandpa too? Yeah, I know. It's just... What? You can't sell the clock? Grandpa's had that for years. Okay, okay, whatever. It's fine. I can just start clearing up my boxes and then... I don't know. We can come back tomorrow and do the rest? Yeah, bye. I'm really going to miss you, Grandpa. All right, let's do this. So, und damit sind wir auf einem Dachboden. Okay, ich mach ganz schnell, warte mal, Sekunde. Invert wieder weg. Hoch, runter. Von mir aus. Also früher konnte ich mit invertierter Maus spielen, heute nicht. Oh, was für ein wunderschöner, schöner, sonniger Tag und ein riesiger Garten und offenbar null Zivilisation drumherum. Was ist denn das da? Kann ich hüpfen? Nee, hüpfen kann ich nicht. Was haben wir da? Geheimnisvolles Leuchten. Okay, sei es drum. Wir sind hier gerade auf diesem Dachboden. Wir können super schnell laufen übrigens. Was auf so einem Dachboden auch gar nicht so verkehrt ist. Wie gesagt, es ist ein kleines Exploration Game. Das heißt, wir können versuchen, alles Mögliche hier anzuschauen. Wir können zoomen offenbar. Wir können auch wieder wegzoomen. Wir sehen hier Bilder von unserem Großvater. Zusammen mit seiner Großmutter wahrscheinlich. Also nicht mit seiner Großmutter, sondern mit unserer. Hier fliegen diverse Staubflusen durch die Gegend. Und wie gesagt, der Sinn... Echt? Hallo, mein Freund. Was ist jetzt schon wieder mit meiner Maus los? Ich mach mal kurz die Batterie weg. Ich schmeiß mal kurz dann wieder rein. Kann sein, dass die Batterie leer ist. Ja. Nein. Oder so ähnlich. Okay, wir haben einen Tisch mit verschlossenen Schubladen. It's locked. It's locked. It's locked. Und weiter unten vielleicht noch? It's locked. Ah, und hier ist offen. Da können wir auch mal reinschauen dann. Wir können mal reinzoomen. So, sorry, da war gerade ein Zombie im Raum. Maps. Lots of maps. I'm sure some of these are worth keeping.
But I'm not going to sit down and sort through them right now. Okay. Okay. So, ich weiß jetzt natürlich schon wieder irgendwas, was ihr vielleicht potenziell nicht wisst. Deswegen laufe ich hier mal ums Eck, schaue mir diesen Globus toll an, drehe mich im Kreise und finde, ey, cool, meinen alten GameCube, oder was war das? Sieht mir nach Nintendo 3D aus, oder so. Meridia. Guitar Piccolo. Was ist denn das andere? Flight. Was auch immer. Mineral. Das sind aber... Ich glaube, das sind erfundene Titel. Cold Fusion sagt mir auch noch irgendwas, aber... Ich glaube, das sind erfundene Titel, die Erinnerung wecken sollen. Hey, Mr. Piggles. Okay. Oh man, my old A station. I spent hours playing games on this thing. Ja gut, dann machen wir doch weiter. Damn, the adapter's missing. Probably for the best. I wouldn't get anything done today if I started playing. Okay. Ich glaube, das kennt so ziemlich jeder von uns. Oder auch nicht. It's a landscape painting of Whittington. Okay. There are things. Was haben wir denn hier? Achso, Schatten. Gut. Play me. A tape recorder. Hello. This is Howard James Wright with a message for my granddaughter, Sarah Elizabeth Wright. So if anyone else is listening, they can sort off immediately, please. Sarah, if you are listening to this, then it means... Well, it means I'm gone. But I don't want you to be too sad about it. That's just the way life goes sometimes. So, chin up. My little pixie, remember our grand moments, all the adventures we had when you were a little one and I wasn't such a cranky old man. I know you have questions for me. It's true I kept secrets from you and your mother, but there were good reasons. There are things in this world greater than ourselves, and I needed to protect you from them. I didn't want either of you to face the dangers that I've had to... I never wanted to place such a burden on your shoulders, but now it's unavoidable. Pixie, I need your help, but I can't just tell you. I have to show you. You will need to see for yourself. This world is full of secrets. From the tallest tree to the deepest river, in every breath of wind and every dancing flame, all you have to do is look. Goodbye, Sarah. I love you very much. Bye, Grandpa. So, da habe ich ein bisschen kratzeligen Hals. Nichtsdestotrotz, wir sollen uns also hier ein bisschen umschauen. Dann tun wir das doch. Und wir sehen hier einen Brief und eine Schreibmaschine. Typewriter. Und wir sehen eine Schachpartie. It's a chessboard with the game already in progress. Ja. There's no one to play. And I'm not sure I even know the proper rules. Okay. Whoa. This looks like it belongs in a museum. Da 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 da. So. Was haben wir hier noch? Nuh-uh.
I've watched too many movies to go about stealing ancient relics. Aber wir haben hier einen kleinen Brief gefunden. Hm, what's this? You picked up a journal page. So, dann machen wir mal Tab und dann sammeln wir hier das Cellphone. A Madsen Flip, okay, Motorola. It's a year old, but still works. Pretty great. I'm not in a hurry to upgrade, even though the new smartphones look pretty nifty. Well, maybe I would be if I could afford one. A student ID from my school. I'm still not quite sure if studying botanics and biology is the right for me. Ah, sieht ja auch genial aus. And God knows Mom doesn't think so. But I like nature, and I like the idea of maybe one day fixing the planet and winning the Nobel Prize or something. Or setting up a flower shop, you know, whichever. Also not the best picture, but yeah, that's me. A necklace I got from my grandpa when I turned 10. He joked that it was magical and that it would keep me safe from monsters and such under my bed. And I believed him for the longest time. I've worn it since. And now that he's gone, I don't think I'll ever stop wearing it. So, journal page 1. I finally landed on Hawaii and will soon begin my arduous climb of Mauna Loa. I am not much of a climber, but I am filled with determination. I will, however, first take some days to recuperate from the very tiresome travel, from which my fear of flights did not exactly improve. Not only was the pilot rude and dismissive of safety protocol, he also seemed completely unsure at times of what he was doing. Regardless, I'm here and will spend the coming days in the village of Pahala. Whatever secret Pili, goddess of fire, holds, it is now within my grasp. I have definitely reached the right place. Although I'm weary from travel, I am too excited to sleep. The villagers are friendly, but warn me of hurting customs, something I have no intent to do. I have also noticed the alchemic symbol of fire etched over people's doorways. It connects to Pili, of course. But is it linked to the crest I've thought as well? So, diese komische Pili-Dingsbums, die haben wir ja schon mal gesehen. Does this globe have anything to do with Grandpa's message? What did the message say again? The world is full of secrets? Ja. Ich würde ganz gerne... So. Pele, Hawaii, and a fire symbol. Oh, okay. These can be pushed. So, boah, ich habe gerade echt einen kratzeligen Hals und Fieber. Also nein, habe ich nicht. So, da haben wir einen Schlüssel. It's a small, simple key. Maybe it fits the desk. Vielleicht. Was haben wir hier? It's going to take forever to sort through all these. Grandpa sure did like his books. Nah, I don't feel like reading up on kings, countries, or history right now.
The Hero with a Thousand Faces by Joseph Campbell. It's going to take forever to sort through all these. Grandpa sure did like his books. Was haben wir denn hier unten eigentlich? Fairies by Brian Froud and Alan Lee. Okay. Das offenbar nicht. Diese Uhr. My grandfather's grandfather clock. The key I have doesn't fit here. Das wollte ich auch eigentlich gar nicht. Grandpa loved this thing. Told me it was one of a kind. Although he never actually told me why. There is no way I can pick this up. Warum nicht? Okay, also hier vorne haben wir diese Pili. Oh, Grandpa's old travel diary. Seems like a few pages are missing. I should see if I can find the missing pages before moving this. Okay. It's a magnifying glass. For magnifying find things. Ja. An open desk drawer. Okay, dann würde ich doch mal sagen, hey, hooray, okay. This tin box looks fairly old and has a combination lock on it. Dann machen wir dich mal wieder zu. Sehen wir hier. An open desk drawer. An open desk drawer. It looks like a torn out page. So, wir haben... An open desk drawer. Ja. Wir haben eine zweite Seite, wollen wir gleich angucken. The alchemic symbol of Earth combined with the Chinese one for tree. While a trip has yet again gone well, and my research has once again led me to these symbols, I can draw no conclusion. I have spent most of my life researching these mythological connections. Yet again, I reach my destination, and nothing, almost as if this is all an extremely elaborate prank. I sometimes wonder if my daughter is right. Months, nay years of planning, only to eventually find a temple or shrine with another symbol, another riddle, and another clue. However, at the same time, it feels like I am so close to finding Summit. So, da haben wir leere Schubladen, dann können wir doch mal hier drüben gucken. Das müsste ja auch aufgehen jetzt. Pretty fancy looking compass. Nah, I can find my way back to the train station without it. That's a really nice binocular. This will be perfect for my next sail across the seven seas, but I'll leave it where it is for now. An open desk drawer. What's this? So, Journal page 4. All I've worked for, it's here. I know it. The necklace in the temple in China made all the difference. And now I'm finally in Africa, hoping to set the burning sensation of curiosity to peace. The symbols line up and my calculations were correct. The anonymous mail I received helped on the grand scale, but I still have not managed to figure out the sender. Regardless, the last piece of knowledge should be here in Egypt, and after having evaded my guide,
I have now found the symbols. It's time to learn what is behind these strange connections and events. An old photograph found in Grandpa's desk. It says Sultan's Hassan Mosque Madrasa, Egypt, 1966. Must have been from one of his trips. So, das heißt, wir bräuchten eigentlich noch eine Seite. Die wäre wahrscheinlich hier. This seems to belong to the diary. You picked a journal page. Das heißt, da wird eigentlich noch eine fehlen. It seems no coincidence that both the resting place of Pili and Pariakaka would happen to be in mountains. The trek has gone well, and although the winds are ominous, my clothing and necessities have carried me well so far. The guide I hired upon arrival have proved invaluable. Not only in his knowledge of the thick forest, but also for his rich knowledge and his company. Not unexpectedly, the symbol of water could be found at the peak of the summit, along with the alchemic symbol of water. Again, these symbols seem interconnected, and while one said are alchemic symbols known to many people, the other seems strange and of no cultural design that at least I am knowledgeable of. The encounter on Hawaii makes me certain that the other two elements must bear significance as well. What will I find on this mountain? So, das würde ich fast tippen. Ein fünftes fehlt uns noch. Celtic myths and legends. Eine fünfte Seite fehlt uns wahrscheinlich noch. Eine fünfte Seite fehlt uns noch. Würde ich zumindest tippen. Da vielleicht. Naja, das ist auch schon wieder die 375. Seite von dem. Die hatten wir ja, guck hier, da ist es genauso. In der Schublade fährt auch so eins rum. So, aber auf dem wären es ja vier. So. Er fing ja mit Hawaii an. Also warte mal. Ich gehe nochmal hier hin. Also das erste war ja das Feuer auf Hawaii. Dann war das zweite das Wasser auf Pariakwa. Dann war das dritte. Der chinesische Baum und dann war das vierte der afrikanische Wind. Also Hawaii, Südamerika würde ich tippen, China und Afrika. Gut, dann müssten wir doch mal sagen, what did the message say again? Ja, the message said Hawaii, also Hawaii? That doesn't seem to be it. Okay. Ah, shoot. China? Ah. Okay, dann müsste ich vielleicht mal da Kassettentape
This world is full of secrets, from the tallest tree to the deepest river. In every breath of wind and every dancing flame. Also, Baum, Wasser, Wind und Feuer. Baum, Wasser, Wind und Feuer. I did it. This looks like... Is this a second part of my necklace? This looks like... Is this a second part of my necklace? Scheint so. Wow. To look through your necklace, press V. Whoa. Serious whoa. Ah, seht ihr das hier oben? So, dann würde ich dich noch mal gerne... gerne noch mal genauer angucken. So, da ist also der Baum. Come to think of it, I don't even know where he got it from. On one of his travels, I guess. The key I have doesn't fit here. So, also hier ist wieder der Baum, das Wasser, der Wind, das Feuer. Das würde ja uhrzeittechnisch bedeuten 6, 8, 2 und 11. 6, 8, 2, 11. Was auch immer uns das bringt zum jetzigen Zeitpunkt. Hier ist sonst alles dunkel. Okay. Hier ist sonst alles dunkel. Ich habe das Gefühl, irgendwie fehlt mir noch ein Ding. Wir können doch mal hier hingehen. I should see if I can find the missing pages before moving this. Pele, goddess of fire. Why was Grandpa researching Hawaiian myths? Da haben wir ja auch noch Schubladen. A torn out page. Okay, und was ist hier? Nix. Alles klar. Okay, dann würde ich dich mal mitnehmen. Journal page Elfston. Elfston. Also something known as troll stones. The subject of Scandinavian folklore. Normal rocks with holes in them the size of an acorn were considered lucky, otherworldly and useful. Hung from the necklace, the necks of livestock. It would protect them and the farmers alike from malicious predators, trolls, and even incubi. In some tales, the owner of a true Elfston is also able to see the otherwise invisible common troll through the hole of the rock. While several of these were on display, only one of them looked to be the one I was looking for, carved in a way that no average jeweler could, and with ore in place of where the hole should be. I didn't acquire it through the most honest of means, but no one came to harm, and I'm sure its disappearance won't be noticed. I do wonder how it fits into all of this, though. I must study it thoroughly. Okay, jetzt sollten wir aber auch alle Seiten haben, oder?
Vielleicht fehlt noch eine? Okay, eine scheint noch zu fehlen. Oh, Grandma's cello. So this is where it ended up. I really wish I knew if that was in tune or not. So. Wir gehen noch nicht. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Hier hinten fährt gerade auch nicht noch ein Ding rum. These books are all so old. Hey, wait. Is that the biography of George Lucas? Yeah. Enough of that. So. Da unten ist schon wieder unser König. Mein König, mein König. Ah ne, es war ja mein Captain, mein Captain. Sorry. So. Ich bin gerade am Überlegen, wo halt noch so eine Seite rumfahren könnte. Hier hätten wir noch so eine Truhe. An der Uhr kann ich momentan noch nichts machen. Habe ich wieder eine Schublade übersehen. So, was wir jetzt auch nochmal machen können, ist hier, wir können nochmal V benutzen. Okay, da hinten sehe ich wirklich die... Die Sonne, sage mal, das Gekratzle ist echt nervig. So, wir können doch mal gucken, ob wir jetzt vielleicht nochmal andere Schubladen aufkriegen. Also hier haben wir auch wieder den König oder den wer auch immer, diesen Ritter, diesen imposanten Charakter. Also die wollt ihr nicht nehmen. Da war sie auch happy mit. Da auch. Da auch. Und dann... FRN. Afron, Afran. What could the combination be? It's locked. Okay. Elrond? Okay, warte mal, lassen wir mal gucken. A lion? Eldon? It's locked. Also, was haben wir denn hier? O haben wir hier. A haben wir hier. Und Leer haben wir hier. Da haben wir gar nicht so wenige Buchstaben. Da haben wir H, da haben wir E, da haben wir R. Da haben wir... Ja, ich weiß doch. N, da haben wir... Also da haben wir Leer. Ey, ich dachte gerade, wir hatten dann nur A. Okay, warte mal. Kassette. Sarah. Jo, ich würde mal tippen, dass es Sarah ist. Okay, Grandpa. I need a clue to unlock this box. So if you're here... Huh. Guess I'll have to work it out myself then.
Damn. I was sure that would be it. Maybe I need something else to solve this. Ja, wahrscheinlich schon. Okay. Da ist es gerade nicht. Ich hatte halt gedacht, vielleicht ist die letzte Seite hier drin. Und ich dachte, vielleicht kriegt man die Lösung davor. Aber... was könnten wir übersehen haben? Das ist noch so ein bisschen die Frage, weil eigentlich brauchen wir ja nur die letzte Seite und dann hätten wir das Journal voll. Ich würde sagen, wir müssen ja irgendwie an diese Uhr hier kommen. The key I have doesn't fit here. Ah, okay. Dafür brauche ich erstmal den Schlüssel. Damit ich die Zeiger auf die richtige Uhr stellen kann. Wenn das 2 ist, dann ist das 8. Passt das? Ein runter. Dann wäre das aber so. Naja, wir... sage mal. Okay, da haben wir auch nochmal das Symbol für, die sind ja auf der Seite, auf den Rückseiten. Da ist das Feuer. Sage mal. So. Das wäre das Wasser. Das wäre der Baum. Das wäre der Wind. Das wäre der Wind. Ah, die Richtung ist eine andere. Der Wind ist der Pfeil und der Baum ist, ja, halt so ein Baum. Und das Wasser war einfach nur die Spitze. Und dann ist das Feuer andersrum, genau. Das Feuer ist einfach nur das Dreieck wahrscheinlich. Also, das Feuer ist dreiecksförmig. Der Baum ist dreiecksförmig mit Querstrich. Okay. Dann wissen wir das zumindest schon mal, aber wir bräuchten vorher den Schlüssel, um da reinzukommen. Dann ist da noch so ein bisschen die Frage, wo kriege ich... den letzten Zettel hier. So, dann können wir hier noch die Lampe anmachen. It's a magnifying glass. For magnifying things. So, dann will ich da mal reinzoomen. So, die Großmutter sieht man also gar nicht. Machen wir dich mal zu. Vielleicht kommen wir dann besser an den Tisch. Nö, tun wir nicht. I should see if I can find the missing pages before moving this.
Gut, wo haben wir denn noch die Möglichkeit, vermisste Seiten zu finden? Also vermisste natürlich fehlende. Aber wir vermissen diese Seiten ja wahnsinnig, deswegen ist es mit den vermissten Seiten gar nicht so falsch. So. Haben wir schon? This world is full of secrets. From the tallest tree to the deepest river, in every breath of wind and every dancing flame. All you have to do is look. I love you very much. Okay. Der hier passt. Ja, der hier. Nee, der passt nicht. Da müsste der andere drauf. I can't believe Mom wants to sell this. I get that he missed a lot of her childhood. But come on. The key I have doesn't fit here. Da. Eine Seite. So, was für... I prefer my face unmelted. Thank you very much. Was war das gerade? Ich glaube, das muss ich mir später nochmal angucken. Nuh-uh. I've watched too many movies to go about stealing ancient relics. I prefer my face unmelted. Thank you very much. Okay. Als ob so ein Kreuz einfach so schlimm wäre. Na gut, ist egal. So, wir schauen uns das Fahrrad an. Walking by train, I'm leaving by train. An old bicycle. I'm pretty sure this exact model is in fashion again. The rust just makes it more hip. An old bicycle. Hiking by train. Hiking by train. I'm leaving by train. Interessanterweise. Ich wollte gerade sagen, ist der Knopf nicht mehr gedrückt, aber er ist es noch. Celtic myths and legends. The hero with a thousand faces by Joseph Campbell. It's going to take forever to sort through all these. Grandpa sure did like his books. So. Da haben wir gerade nichts wieder. I don't think I'm getting any more out of this glow. I don't think I'm getting any more out of this glow. Das denke ich jetzt auch nicht. Aber ich wüsste nicht, wo ich sonst noch gucken soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich halte mich eigentlich für... Ich meine, ich flutsche hier so durch, aber ich denke eigentlich, dass ich relativ gründlich schon geschaut habe. Ich meine, klar, ich könnte so ein paar Dinge noch umwerfen und so ein paar... These books are all so old. Hey, wait. Is that the biography of George Lucas? Ja, George Lucas ist halt auch nicht mehr der Jüngste. So. Kommen wir irgendwie da hoch? Gerade ein bisschen müde, sorry. Also, ich wollte zoomen.
Nee. So, also gehe ich eigentlich mal davon aus, dass ich inzwischen die Informationen habe, die ich haben müsste, um diese bescheuerte Kiste zu lösen. So. Okay, das wäre... Was habe ich denn im Inventar? Mein Cellphone, das halte ich für unwahrscheinlich. Wie heißt sie eigentlich mit Nachnamen? Wright. Das wären 6 Buchstaben, keine 5. So, update I guess. When I managed to open Grandpa's globe, I found another piece of the necklace. And then I looked through it. Stuff glow and I see things that aren't there. What the hell is going on? Am I going crazy? Yes, you are. Goodbye, Sarah. I love you so much. For Sarah. Pixie. Aber die Buchstaben habe ich nicht gesehen. So, es würde noch eine Seite fehlen, wenn ich das richtig sehe. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre ein A, das wäre ein V. Das wären... Keine Ahnung. Da wären wir bei Peli. Also, wir schauen mal, was wir hier überhaupt für Buchstaben haben. Huh. This tin box looks fairly old. And has a combination lock on it. Wir haben A und leer und S und leer. It's locked. Ja, ja. Wir haben A, all. Okay, wir gucken mal mit S. A lion. It's locked. It's locked. So, also irgendwas fehlt mir noch. 1, 2, 3, 4. Haben die nicht normalerweise 5 Seiten? Oder ist das bei Gitarren? Ich dachte, Cellos hätten auch 5 Seiten. Ah ja, egal. Okay, also mir fehlt noch irgendeine Information. So. It's a landscape painting of Whittington. I am not taking this with me right now. It's of a field just outside of the village. This one always gave me chills.
I mean, it's beautiful and all, but it has this otherworldly feel to it. It's a landscape painting of Whittington. I am not taking this with me, right? It's of a farm not far from where Grandma used to work. I wonder if it still looks the same. It's a landscape painting of Whittington. I am not taking this with me right now. Okay, so. Fairies, by Brian Froud and Alan Lee. The Hero with a Thousand Faces, by Joseph Campbell. Wie gesagt, ich habe verstanden, da muss ich irgendwas tun. Aber es gibt ja nur eine Sache, die leuchtet, nicht mehrere. Die Lampe leuchtet. Da waren wir schon. Okay, die Lampe leuchtet. Können eigentlich mal probieren, die ganzen Lichter auszumachen, um andere Lichtquellen auszuschalten. Kann ich die Deckenlampe ausmachen eigentlich? Ich würde ganz gerne jetzt wirklich Licht komplett ausmachen. Ich würde auch ganz gerne das Fenster zu machen. I have always loved the British countryside. It's a shame to be stuck in here on such a nice day. Ja, das stimmt. Da stimmt in der Tat. So, ich versuche gerade ein bisschen zu überlegen. Oh, Grandma's cello. So this is where it ended up. Fairies by Brian Froud and Alan. Ja, das wissen wir ja schon. So, hier hätten wir noch ein großes Postpaket. Ah ne, einen großen Karton auf der anderen Seite. Haha. This must be from Grandma and Grandpa's wedding. I'm only here to pick up my stuff, but maybe I'll grab this later. They look so sweet together. This must be from Grandma and Grandpa's wedding. It's Grandpa on one of his expeditions. He sure was adventurous. I wonder where this is, and what Grandpa was doing there. It's Grandpa on one of I'm only here to pick up my stuff, but maybe I'll grab this later. It's going to take forever to sort through all these. These books are all so old. Hey, wait. Aww, it's a picture of us. Grandpa, you sweet old bastard. I'm going to miss hearing about all of your adventures. Aww, I'm only here to pick up my stuff, but maybe I'll grab this later. So. Kann ich hier irgendwo ein Licht ausmachen? Offenbar nicht. Offenbärchen Nichtchen. Okay, dann machen wir mal mehr Licht an. Hä? Wenn wir nicht mehr Licht ausmachen können, dann machen wir mehr Licht an. So, hier ist sonst keine Schublade, die wir öffnen könnten. Gibt's hier unten eine Schublade? Manchmal haben ja so. I'd take it if I could. But where in my 18 square meter student apartment would I fit this thing? My grandfather's grandfather clock. How much wood would a woodchuck chuck if a. Come to think of it, I don't even know where he got it from. On one of his travels, I guess. It weighs like 200 pounds. There is no way I can pick this up. It weighs like 200 pounds.
So, wenn wir hier diese Gewichte sehen, dann sehen wir, dass das ungefähr mit dem übereinstimmt. Seht ihr das hier oben? Das passt mit dem Fenster zusammen. Auf der anderen Seite kann es auch nur ein ganz normales Fenster sein. Ich bin gerade am Überinterpretieren. Weil ich irgendwas irgendwo übersehen habe. There are things. Und ich gerade nicht wüsste, welche Informationen ich schon habe oder mir noch fehlt. Grandpa loved reading maps and making maps. I'm sure some of these are worth keeping, but I'm not going to sit down and sort through them right now. So, komm, wir machen die aus. Ich habe gedacht, vielleicht bringt das was, wenn wir uns das anhören, aber... Whatever Grandpa was talking about, I think the answer is in this room. It's the hatch I came up through. Genau. So, wir räumen dich nochmal weg, dann gucken wir hier nochmal. Okay, also da ist wirklich nichts mehr. Das heißt, ich müsste jetzt wirklich dieses Rätsel lösen. So, wir fangen mit A an. Also aus irgendeinem Grund fällt mir Aaron ein, aber ich weiß nicht warum. Affront. Aaron? Aaron, Efren, Elrin. Okay. Also, wir können jetzt natürlich mal... Ich kann mir jetzt mal natürlich aufschreiben, welche Buchstaben ich habe. Ich habe an erster Stelle, habe ich A und S. Ich meine, das ist jetzt natürlich so ein bisschen blöd, dass das halt ein englisches Sprachspiel ist. Ich denke, mit deutschen Sprachspielen hätte ich auch schon genug Probleme. Dann haben wir hier A, F und... L, wenn ich das richtig weiß. Dann hätten wir hier... R... I... und D... Und da hätten wir A... und O. Und da hätten wir E... R, N und H. Das Interessante ist, was mir jetzt gerade auffällt, die sind nicht immer alphabetisch sortiert. Also, hier haben wir A, dann kommt irgendwas und dann kommt irgendwann mal S. Alphabetisch wäre das okay. So. Dann hätten wir hier A, F, L. Leer. Alphabetisch. Okay.
So, und dann hätten wir hier R I D alphabetisch, sehr seltsam. Dann hätten wir hier A und O. Alphabetisch okay. Und hier hätten wir wieder E, R, N, H. Alphabetisch sehr seltsam. Ich bin gerade mal ein bisschen am was checken. It's locked. Okay. Was war denn das erste Wort überhaupt? Das Ursprungswort. War das nicht so? It's locked. Ey, ich gerade am Überlegen bin, ob die Zahlen vielleicht doch noch irgendwas damit zu tun haben. Also. Was haben wir noch im Journal? Also wir haben 5 Buchstaben. Ich weiß allerdings nicht, ob wir alle 5 Buchstaben ausfüllen müssen. Das ist ja auch noch so eine Geschichte. Das ist ja auch noch so eine Geschichte. So ein bisschen traurig, wenn ich jetzt an dieser Kiste scheitere. Wenn mir was fehlt oder wenn ich noch irgendeine Seite nicht gefunden habe oder wenn ich die Informationen habe, aber ich sie übersehen habe oder wie gesagt, finde ich einfach traurig. Also Pixie ist es nicht. What could the combination be? Ja, das frage ich mich auch gerade. Da war es gerade. It's locked. Afran. Das ist doch sicher so eine Backzutat, oder? It's locked. It's locked. It's locked. It's locked. It's locked. Also. It's locked. In der Theorie ist es total egal. In der Theorie kann ich es einfach durchprobieren. Das sind jetzt wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 4. 4 hoch 4 Möglichkeiten. Na. Na? Doch, irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich habe jetzt gerade keine Lust drüber nachzudenken, was es jetzt genau ist. Deswegen eigentlich, also.
It's locked. It's locked. It's locked. It's locked. It's locked. Okay. It's locked. It's locked. It's locked. Das können wir jetzt einfach durchmachen. It's locked. 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 Also gut, ich meine, wir können, wie gesagt, wir können es theoretisch durchprobieren, aber das bringt ja auch nicht wirklich was. Da sollten wir schon... Ah, the old gramophone. So, da sollten wir schon so ein bisschen... eigentlich schon so ein bisschen mehr Erkenntnisse sammeln. Wären E6. Es wären wieder 6 Buchstaben. Sagt das Schachbrett mir irgendwas? There's no one to play. And I'm not to wonder who's winning. Actually, I wonder who Grandpa was playing. It's a chessboard. I wonder who actually. I wonder who Grandpa was playing. So. Fusang. Pili? I don't think I'm getting any more out of this glow. Shu. Okay, irgendwas mit diesem Namen klappt nicht. Dieses Feld, dieses Bild ist verkehrt rum. Ich wüsste nicht, was ich übersehen haben sollte. Wahrscheinlich habe ich nichts übersehen. Wahrscheinlich bin ich nur einfach blöd. It's a magnifying glass. For magnifying things. Tja, gut, ich denke an der Stelle mache ich mal eine kleine Aufnahmepause. Wenn ihr es besser wisst, dann zeigt mir doch, was denn die Lösung ist oder wie man auf die Lösung kommt. Das ist natürlich viel interessanter, als mir einfach nur die Lösung zu sagen. Und googeln kann ich selber, das ist ja nicht der Witz. Sondern man will ja Hints haben, wie man denn da auf die Lösung käme. Wo man denn, also jetzt mal abgesehen davon, dass man wild rumprobieren könnte, muss es doch für mich irgendwie einen Hinweis geben. Weil alles, was ich tun muss, ist ja schauen. Das war ja der Hint. Und wie gesagt, es ist nicht so sonderlich kompliziert, aber ich meine, vermutlich übersehe ich was. Mit den Zahlen hier kann ich auch nichts machen.
so, das werden ja... Warte mal, war das wirklich 8 oder war das 7? 8 würde ja passen, aber 11 wird seltsam. So, aber wie gesagt, ich denke, mit der Uhr lenke ich mich davon ab, von dem, was ich eigentlich machen soll. Und wahrscheinlich habe ich wirklich die komplette Information schon. Wahrscheinlich muss ich hier wirklich bloß nochmal durchblättern. Sultan Hassan, Egypt, 1966. Egypt, aber Egypt kann ich auch nicht schreiben. Sultan Hassan. Hassan kann ich auch nicht schreiben. Elfsten. Okay. Da schreibt er ja auch noch irgendwas. Trollstones. Es geht ja jetzt wirklich bloß um meinen Großvater. Crest kann ich nicht schreiben. Okay, ich denke, ich überlege mir hier ein bisschen weiter, was es denn sein könnte. Wenn ich drauf komme oder wenn ich eine Idee bekomme, dann sehen wir uns wieder. Und wenn nicht, könnt ihr mir ja zeigen, wie man das denn besser machen kann. Bis dahin, ciao. So, da sind wir wieder. Und ja... Manchmal. Ja, manchmal. Okay. Der Clou ist. Der Klassiker. Also, ich saß hier so rum und habe gedacht: Hä? Wie kann das sein? Und was soll denn das alles? Und überhaupt? Und sowieso? Und dann habe ich zufällig den da gemacht. Und was sehen wir? Hooray and Magic. Und ich denke, jetzt ist auch wirklich klar, was wir da schreiben müssen. Okay, Grandpa. I need a clue to unlock this box. So if you're here... Guess I'll have to work it out myself then. So. Wie gesagt, also ja. Wow, fancy key. Ja, und der Schlüssel ist dann definitiv für die Uhr. Okay. Und dann wissen wir eigentlich auch schon, was wir. There is no way I can pick this up. Was wir da machen müssen, so. Da haben wir den Baum, der ist schon mal richtig. Da müssen wir auf das Wasser gehen, wie gesagt, das haben wir ja eigentlich schon gelöst. Wo war das Wasser? Da war das Wasser. Quatsch, das Wasser war ja hier. Das heißt, der muss zum... Weren't these triangles in the journal pages? It won't budge. Ah, okay.
dann ist das ja... Ah, das ist ja nicht der... Okay, der muss quasi auf die 6. This clock hand is a triangle facing inwards with a line through it. This button seems to control what clock hand can be moved. Okay, das Dreieck bedeutet ja Feuer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Können wir dich mal aufs Feuer schieben? Zack. Genau. So, und dann... This button seems to select clock hands. Wäre das hier... Genau, das ist... Nee, das ist Wasser. Hä? Pele Hawaii war Feuer. Ja, ja, Feuer ist völlig in Ordnung. Okay. Wasser war das andere. Genau, das war Wasser. Wo ist Wasser? Wasser ist da, auf 8. This clock hand is a triangle facing inwards. Gut. Dann würde ich hier nochmal sagen, V. Nee. Ah doch, so. Das letzte war ja... This clock hand is a triangle facing outwards, with a line going through it. Kann sein, dass ich sie falsch rum habe jetzt. Was that it? Did I do it? Whoa. What's happening? No. That was the first time I traveled by magic, pulling at the thread that would unravel my grandfather's mysteries. I so wish he told me sooner, so we could have gone on at least one adventure together. Instead, I went on his adventure, the one that never was. But that is a longer story, for another time. So, und das war What Never Was. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit, cheerio mit all, und würde mich freuen, euch in einem nächsten Spiel wiederzusehen. Bis dahin, ciao.